Aber einen Punkt muss man jetzt noch ganz kurz klären. Und da hoffe ich, dass die Zeit dafür noch ausreicht, um einen Punkt zu machen. Denn ich hatte hier jetzt den Begriff Teilchen in den Raum geworfen. Aber dazu gibt es eine charakterisierende Eigenschaft, die wir noch nicht bewiesen haben, nämlich die Teilchenzustände von damals. Das waren Zustände mit wohldefiniertem Impuls und wohldefinierter Energie. Das heißt, wir wussten damals, was passiert, wenn wir einen Impulsoperator auf so einen Einteilchen- oder Mehrteilchenzustand anwendeten. Und das wissen wir aktuell noch nicht. Und das können wir aber überprüfen. Das heißt, wir können uns unseren Impulsoperator in dieser Theorie verschaffen, ihn auf solche Vorraumzustände anwenden und verifizieren, dass die Zustände tatsächlich Impuls und Energie tragen. Und wieso können wir das? Weil wir eben vorhin herausgefunden haben, wie man allgemein im kanonischen Formalismus Impuls und Energie definiert, nämlich über das Noether-Theorem als erhaltene Größen, integral über diese erhaltene Stromdichte. Das heißt, wir wissen genau, was in unserer Quantentheorie jetzt Impuls- und Hamilton-Operatoren sein müssen, können die konstruieren, anwenden und schauen, was rauskommt. Also Energie und Impulsoperatoren. So, also im kanonischen Formalismus sind die Impulse und Energien definiert über die entsprechenden klassischen Größen. Das heißt, Pμ klassisch ist das dreidimensionale Integral über die Nullkomponente T0μ. Und in der Quantentheorie ist unser kanonisches Rezept, dass wir diese klassischen Ausdrücke durch Operatoren ersetzen. Das heißt, überall, wo hier Phi und Pi auftaucht, ersetzen wir es durch die entsprechenden Operatoren. So, und das ist wieder etwas, wo ich auf die Übung verweisen möchte. In der Übung sehen Sie dann, wie gesagt, dass die Nullkomponente dieses so definierten Impulsoperators oder Impulsfunktional in klassischer Theorie ist gleich dem Hamilton-Operator und gleich eben diesem dreidimensionalen x-Integral über 1/2 mal Pi Hut Quadrat plus 1/2 Nabla Phi Hut zum Quadrat plus m Quadrat halbe mal Phi Hut Quadrat. Und weitere Rechnung liefert dann Pμ. Für beliebiges μ können Sie dann umrechnen, wenn Sie also hier unsere Ausdrücke für Phi und Pi einsetzen. Sprich also die Zerlegung hier in a und a Decker, setzen Sie ein, rechnen das Integral über x aus und dann bekommen Sie äquivalent eine Darstellung über ein Impulsintegral, dp Schlange. Und dieses Integral enthält jetzt als Integrant den Impulseigenwert klein pμ, das soll hier ein kleines p sein, klein pμ, das den Eigenwert und den das Argument von diesen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren A Hut von P mal A Hut Decker von P plus die umgedrehte Reihenfolge A Hut Decker von P mal A Hut von P. Das bekommen Sie am Ende der Rechnung und dieses hier können Sie umformen über Vertauschungsrelationen, weil der Kommutator von A und A Decker ist ja bekannt. Und
Da können Sie jetzt die beiden Terme in die gleiche einheitliche Reihenfolge bringen. P mü ohne 1/2 und dann gibt es eben einen Ausdruck 2 mal A Decker von P mal A von P. Und der Kommutator liefert dann eine zahlenwertige Konstante. Und alle Bestimmungsgleichungen für die Größen, die wir bisher hatten, waren Kommutatoren. Das heißt, alle Bestimmungsgleichungen bleiben erfüllt, wenn wir so eine zahlenwertige Konstante weglassen. Denn dadurch können sich Kommutatoren grundsätzlich nicht ändern. Das heißt, diese Darstellung des Impulsoperators ist äquivalent zu jener Darstellung. Das entspricht Ihrer Frage von vorhin. Das heißt, wir können jetzt uns entscheiden, dass wir den Impulsoperator, der rein rechnerisch diese Gestalt haben müsste, aber lieber so zu definieren, also eine Umdefinition, zu der wir das Recht haben. Denn wir sind die Theoretiker, die die Theorie definieren. Und dann entscheiden wir uns, diese zahlenwertige Konstante wegzulassen. Allerdings gibt es ein gewisses konzeptionelles Problem, weil diese Konstante ist unendlich groß. Denn der Kommutator wäre ja eigentlich, wir haben ja zweimal dasselbe Argument, eine Delta-Funktion von 0. Das ist unendlich, das heißt, wir lassen hier eine unendlich große zahlenwertige Konstante weg. Trotzdem bleibt alles gültig, was ich gesagt habe. Die ändert die Physik und die Kommutatoren nicht und deswegen lassen wir die weg. Warum ist die unendlich groß? Die ist deshalb unendlich groß, weil unser Raumzeitvolumen unendlich groß ist. Denn in der linearen Kette, die Sie behandelt haben in der Übung, da würde hier keine Delta-Funktion stehen, sondern Kronecker-Delta. Und im Limes der linearen Kette, wo die Anzahl der Gitterpunkte und das Raumvolumen gegen unendlich geht, wird das Kronecker-Delta zu dieser Delta-Funktion hier. Das heißt, wenn man es analysiert, dann ist das hier unendlich und diese Unendlichkeit kommt von dem Volumen des Raums. Und in der Feldtheorie in endlichem Volumen würde hier eine endliche zahlenwertige Konstante stehen. So, aber wie dem auch sei, die lassen wir weg. Und ich würde es hier beenden, aber wie es weitergeht, ist, dass wir jetzt diesen Impulsoperator eindeutig definiert haben. Wir können ihn anwenden auf die Teilchenzustände, die in diesem Fockraum existieren und dann tatsächlich nachweisen, dass die Teilchenzustände Teilcheneigenschaften haben, nämlich die haben Energie und Impuls bezüglich dieser so definierten Operatoren. Okay, um dann die wesentlichen Punkte von heute nochmal zusammenzufassen, was haben wir erreicht? Wir haben also den komplementären Zugang gewählt. Wir starteten mit klassischer Feldtheorie. Die war motiviert deswegen, weil die klassische Feldtheorie sehr gut und effektiv relativistische Theorien formulieren kann. Wir haben ja quantisiert. Und im Verlauf der Quantisierung mussten wir eben die kanonischen Quantisierungsbedingungen lösen und die haben uns geführt auf diese Darstellung des Quantenfeldoperators. Die enthält dann wieder A- und A-Decker-Operatoren und die Vertauschungsrelationen waren äquivalent dazu, dass dieses A- und A-Decker eben Fockraum-Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sind. Das heißt, wir sehen, dass die kanonische Quantisierung einer klassischen Feldtheorie uns auf eine Theorie für Teilchen führt und die Theorie ist dann automatisch relativistisch invariant, weil wir damit ja gestartet waren. Und so haben wir eben zwei komplementäre Zugänge, einmal der vom letzten Mal und einmal der von diesem Mal, die unterschiedliche Blicke auf dieselbe Sache werfen und das nächste Mal werden wir dann hier noch weiter fortschreiten und auch den nicht relativistischen Limes mal betrachten, um zu sehen, was sich da dann ändert. Und da ändert sich einiges und Sie können dann auch Kontakt herstellen zur nicht-relativistischen Quantenmechanik. Und dann können wir für die weitere Zukunft des Semesters uns für den Formalismus entscheiden, der es uns dann jeweils am effektivsten erlaubt, Probleme zu lösen. Gut, und damit möchte ich hier erstmal schließen, also bis Montag.